Das Bildnis eines Schlossers von Georg Friedrich Zundel ist von 1901. Es überrascht in seiner neu sachlichen Darstellungsweise und weist quasi schon auf 20 Jahre später die aufkommende Stilepoche. Georg Friedrich Zundel war ein ganz spannender Maler mit einer sehr spannenden Biografie. Er war in erster Ehe mit Clara Zetkin verheiratet, der großen Lenin-Vertrauten, der großen Sozialistin und der großen Frauenrechtlerin. Man sieht ihre Ansichten und ihre Ideen auch in seinem Werk. Er beschäftigt sich mit dem Arbeiter, mit den Arbeitsverhältnissen und mit dem Proletariat. Auch im Bildnis eines Schlossers zeigt er eben das Proletariat, zeigt er die Unterschicht, zeigt er die arbeitende Klasse, die für den Wohlstand Deutschlands schuftete. Die Ehe von Clara Zetkin und Zundel hielt nicht besonders lang und in zweiter Ehe wandte er dann sich eher den Industriellen zu und heiratete die Tochter von Robert Bosch, Paula Bosch. Und zu seinem Andenken nach seinem Tod widmete sie ihm die Kunsthalle in Tübingen.